Willkommen zu einem Advice Video Tutorial. In diesem Video lernen Sie, wie objektorientiertes Engineering in Advice angewendet wird. Sie werden einen Objekttypen erstellen und drei Instanzen davon visualisieren. Die Datenpunkte werden mit einem OPC-UA-Server gespiegelt. Im ersten Schritt muss eine Datenquelle Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Für diesen Zweck wird Advice SCADA mit einem OPC-UA-Testserver ausgeliefert. Öffnen Sie das Windows-Startmenü, suchen Sie nach OPC-UA-Testserver und starten Sie diesen. Die in der Konsole angezeigte Server-URL wird im nächsten Schritt benötigt. Zurück im Advice Builder öffnen Sie Server, Mein Server. Rechtsklicken Sie auf Datenquellen und wählen Sie Datenquelle hinzufügen, OPC-UA. Geben Sie Testserver als Namen und die Server-URL des Testservers darunter ein. Klicken Sie auf OK, um die Eingabe zu bestätigen. Nun wird ein Objekttyp erstellt. Rechtsklicken Sie im Projektbaum auf Objekttypen und wählen Sie Datenpunkt hinzufügen, Objekttyp. Geben Sie als Namen Lichttyp ein und bestätigen Sie die Eingabe mit OK. Nun durchsuchen Sie den zuvor hinzugefügten Testserver mittels Rechtsklick und wählen Sie Durchsuchen. Navigieren Sie nun zu Testserver, Objects, L001. Kopieren Sie den Datenpunkt Light Intensity via Rechtsklick, Kopieren. Um den Datenpunkt in Ihren Objekttypen einzufügen und zu spiegeln, rechtsklicken Sie auf Lichttyp und wählen Sie Einfügen und Spiegeln, Ein Ausgang, Datenpunkt. Bestätigen Sie nun den Dialog für die Datenvariablenzugehörigkeit mit OK. Belassen Sie die Bezeichnung beim vorgeschlagenen Namen und klicken Sie Ja. Nun braucht der Objekttyp ein Display, um den Wert zu visualisieren und um ihn steuern zu können. Rechtsklicken Sie auf Lichttyp und wählen Sie Display hinzufügen. Nennen Sie das Display Main Display und bestätigen Sie die Eingabe mit OK. Mit einem Doppelklick öffnen Sie das Display im Grafikeditor. Da nur wenige Objekte am Display platziert werden, passen Sie bitte die Displaygröße wie folgt an. Wählen Sie aus der Werkzeugleiste Datei Einstellungen und setzen Sie die Breite auf 200 und die Höhe auf 120 Pixel. Speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf OK. Suchen Sie nun aus der Bibliothek die Schaltfläche Setze Adresse. Fügen Sie diese via Drag and Drop dreimal im Display ein. Markieren Sie alle drei Elemente und öffnen Sie die Parameter im Attributbereich. Aktivieren Sie mit einem Klick das Wertfeld neben dem Parameter Base und wählen Sie die Schaltfläche R für eine relative Adressierung. Relative Adressierung stellt sicher, dass die Datenpunktadresse relativ zu den später erstellten Instanzen ist. Aus dem eingeblendeten Dropdown-Feld wählen Sie bitte Base. Nun klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um eine Datenpunktadresse auszuwählen. Öffnen Sie in der linken Spalte den Punkt Objekttypen und wählen Sie Lichttyp als Base-Adresse. Als Endpunkt wählen Sie den Datenpunkt Light Intensity in der rechten Spalte. Als nächsten Schritt selektieren Sie nur die erste Schaltfläche und setzen den Wert auf 100. Geben Sie dasselbe als Beschriftung ein. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen beiden Schaltflächen. Für die zweite setzen Sie den Wert und die Beschriftung auf 50. Die dritte Schaltfläche parametrieren Sie auf Wert und Beschreibung 0. Wählen Sie nun das Kreiswerkzeug aus der Werkzeugleiste und zeichnen Sie einen Kreis neben den drei Schaltflächen. Er symbolisiert unsere Lichtquelle. Um die aktuelle Lichtstärke anzuzeigen, erstellen Sie eine Dynamisierung mittels Rechtsklick auf den Kreis und wählen Sie Simple Dynamic hinzufügen. Die Vorauswahl Datenpunkt für Event ist korrekt. Aktivieren Sie auch hier die relative Adressierung mit einem Klick auf die Schaltfläche R. Im Dropdown-Feld muss Base ausgewählt sein. Danach öffnen Sie den Dialog für die Adressierung mit einem Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten. Wählen Sie in der linken Spalte Lichttyp als Base-Adresse und in der rechten Spalte Light Intensity als Endpunkt. Speichern Sie die Auswahl mit OK. Im Bereich Aktion wählen Sie Farbe und als Typen Wertbereich. Setzen Sie den Minimalwert auf 0
und den Maximalwert auf 100. Suchen Sie für die Startfüllung einen Grauton aus der Farbpalette aus und für die Stoppfüllung ein leuchtendes Gelb. Entfernen Sie das Häkchen bei Kontur, da nur die Füllung geändert werden soll. Speichern Sie die Dynamisierung mit einem Klick auf OK. Speichern Sie auch das Display im Grafikeditor. Nun werden drei Instanzen des Typen erstellt. Rechtsklicken Sie unter Mein Server auf Objekte und wählen Sie Datenpunkt hinzufügen, Objekt, Lichttyp. Selektieren Sie Nummeriert in der linken Spalte und ersetzen Sie den Text New Node mit Licht. Stellen Sie den Objektcount auf 3, da 3 Instanzen erstellt werden sollen. Aktivieren Sie Rel Mirror Base hinzufügen und klicken Sie die Schaltfläche Auswählen. Öffnen Sie den Pfad Testserver Objects und wählen Sie den Ordner L001 aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Ersetzen Sie nun die beiden Ziffern 00 durch ein Prozentzeichen. Dies bewirkt, dass jede Instanz auf ihr Pendant auf der Datenquelle gespiegelt wird. Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK. Öffnen Sie das Display Main unter Mein Server Displays. Fügen Sie nun eine Instanz nach der anderen via Drag and Drop auf dem Displaybereich ein. Wie Sie sehen, wird automatisch das Display des Objekttypen eingefügt. Die Datenpunkte dahinter sind mit der jeweiligen Instanz verknüpft. Bitte speichern Sie das Display und öffnen Sie die Visualisierung über das Advice-Bildermenü Aktionen, Webbrowser für Server starten, Mein Server, HTTP 1. Sie können nun die Werte der Instanzen mit den Schaltflächen ändern. Wertänderungen werden durch die Spiegelung auch auf der Datenquelle durchgeführt. Respekt! Sie haben einen Objekttypen und Instanzen erstellt und deren Datenpunkte mit denen der Datenquelle gespiegelt.